Im Vorarlberger Tierschutzheim gibt es die Möglichkeit, für ein Tier die Patenschaft zu übernehmen. Und auch die Redaktion von Voll.at hat eine solche übernommen. Marco, was kannst du uns über Scully erzählen? Scully ist ein 6-jähriger Malamut. Ist ein, ja, sieht man, sehr starkes Tier. Wesensstarkes Tier, willensstarkes Tier. Hat einen wirklich ausgeprägten Charakter. Und ja, sucht eben immer noch ein gutes oder hundeerfahrenes Zuhause. Zu seiner Rasse, ja, muss man eben dazu sagen, ist ein Hund, der möchte wirklich noch einiges erleben. Ist in der Erziehung nicht so ganz einfach, also man braucht da schon eine starke Hand und auch Durchsetzungsvermögen bei ihm. Also eine Hundeschule würde sich auf jeden Fall bei ihm noch rentieren. Und ja, ein Haus vielleicht mit Garten, einem gut umzäunten Garten, vielleicht mit einem Hochsitz drin, wo er dann auch drauf sitzen kann, wäre wirklich geeignet für ihn. Und natürlich sehr kulante Nachbarn, da Scully seiner, ja, Rasse typisch nicht wirklich bellt, sondern eher jault und dadurch wirklich sehr viel oder tagsüber sehr viel und durchgehenden Lärm erzeugt, wie uns viele schon gesagt haben. Er ist sonst ein wirklich sehr zutraulicher und eher nähesuchender Hund, der Streichelheiten über alles liebt. Er geht auch sehr gerne ins Wasser, also schwimmt sehr gerne, liebt Ballspielen und ja, ist eigentlich so ein typischer Hund, der einfach sehr gern sein Hundeleben genießt. Braucht aber wirklich auch einen Ansprechpartner, eine Bezugsperson. Da ist er dann wirklich auch sehr treu. Er kommt mit anderen Hunden gut zurecht. Was man allerdings bei ihm bedenken oder mit in Betracht ziehen sollte, dass er wirklich sehr eifersüchtig ist. Also einen Zweithund im gleichen Haushalt akzeptierte er eher weniger. Da reagierte er dann wirklich sehr eifersüchtig. Und auch mit Katzen und anderen Tieren hatte es nicht wirklich so. Wenn jetzt sonst jemand eine Patenschaft für ein Tier im Vorarlberger Tierschutzheim übernehmen will, wie funktioniert das? Also eine Patenschaft bei uns zu übernehmen ist eigentlich ganz einfach. Man kann sich dabei aussuchen, ob man eher einen Hund, eine Katze oder ein Kleintier unterstützen möchte, also finanziell unterstützen möchte. Da gibt es verschiedene Beträge, die einfach gestaffelt sind. Man zahlt dann entweder pro Monat oder pro Jahr, macht das per Dauerauftrag. Man kann auch bei uns im Tierheim eine Art Patenschaftsfolder mitnehmen, ausfüllen und dann wieder zu uns zurückbringen, unterschrieben. Oder man kann auch bei uns auf der Homepage unter www.tierheim.voll.at die Rubrik Tierparty werden anklicken und da befindet sich dann auch ein Patenschaftsformular zum Download, das man ausfüllen kann und auch an uns einfach wieder zurückschicken kann und dann ist man einfach automatisch schon Pate. Also Sinn und Zweck von dieser Patenschaft ist einfach, dass man ein Tier, das während seines Aufenthaltes hier im Tierheim unterstützen kann, finanziell. Und durch diese Unterstützung können wir natürlich gewährleisten, dass der Hund Futter bekommt, dass die medizinische Versorgung gewährleistet ist und natürlich Pflegeartikel, wenn ein Hund mal zu einem Hundefriseur muss, wenn spezielle Operationen zu machen sind. Da fällt wirklich ganz, ganz viel an bei einem Tierheim, das im Jahr ca. 1600 Tiere aufnimmt.